frei! Vorsignal frei! Hauptsignal frei! Hauptsignal frei! Ich freue mich auf Hamburg und auf die Arbeit. Gestern in Lugano, morgen Premiere in Hamburg. Nennst du das vernünftige Arbeit? Das Programm läuft doch von allein. Sind doch alles erstklassige Artisten von der Agentur Sommer München. Was von dir kommt, ist doch in Ordnung. Dein Vater hat mir das nie allein überlassen. Bei aller Freundschaft nicht. Machst du dir Sorgen um mich? Nein, aber du bist... Naja, du hast das große Varieté am Hals. Ich freue mich, dass du mitkommst. Du wirst sehen, es ist ein einzigartiges Programm. Du bist einzigartig, Carina. Nächste Station, Neustadt. Kennst du Neustadt? Nein, warum fragst du? Weil ich zufällig hier geboren bin. Was, in Neustadt? Tja, ist aber ein trauriges Nest. Kennt man nur aus dem Fahrplan, Eisenbahnknotenpunkt. In Neustadt soll man nicht aussteigen. Ist besser, man fährt dran vorbei. Gestatten Sie? Ach, geben Sie mir doch die Rechnung. Achtung! Herr Direktor Sommer aus München bietet sich beim Aufsichtsfahren zu melden. Hallo, was ist denn da passiert? Und dich kriegen Sie aber auch überall. Herr Direktor Sommer aus München zum Aufsichtsfahren, bitte. Oh, Schuschlatte kennt ins Körbchen. Hallo, München? Ja, Herr Direktor, sprechbereit. Moment bitte. Danke. Sommer! Ja? Freddy Coleman aus New York? Wie? Verstehe nicht. Mit dem Clipper gekommen. In welchem Hotel wohnt er? So. Nein, ich muss ihn persönlich sprechen. Warten Sie. Ich komme nach München zurück. Ja, Wiedersehen. Entschuldige, Carina, ich muss nach München zurück. Freddy Coleman ist eingetroffen. Coleman? Ja, ich muss ihn unbedingt sprechen. Ich habe einen Jahresabschluss mit ihm vor. Er soll Revuen inszenieren. Ich werde den Frühzug nehmen und hier übernachten. Dann bleibe ich auch hier. Aber es genügt doch, wenn ich morgen Mittag in Hamburg bin. Die Sache mit Coleman interessiert mich. Wir wollen darüber reden. Na schön, ja? Ich hole unsere Sachen. Namens Herr Becker! Wo ist denn Werner? Werner? Der ist unterwegs in die Feuerbuchsee fallen. Ach, nun machen Sie doch keinen Quatsch. Ich hab's doch eilig. Ich wollte nur fix seine Sachen bringen. Mann, bei uns ist vielleicht ein Wirbel zu Hause, alles durch den Wind wegen heute Abend. Aber wo steckt er denn nun wirklich? Guten Abend, Wölfchen. Guten Abend, Werner. Du bringst mir meine Turnsachen? Ja, Emma hat dir Bügelfalten in die Hosen gemacht. Ganz scharfe Sache und du sollst sie ja nicht verknautschen. Nein. Guck dir mal deine Hand an. Och, ganz sauberer Dreck. Na, ich muss jetzt weg. Mach's gut nachher. Wölfchen, sag deiner Schwester, ich komme auch. Damit sie rechtzeitig gewarnt ist. Los! Mach mir doch Gedanken wegen deiner Premiere morgen. Jetzt gehen wir zwei ganz groß aus. In Neustadt. So, da bin ich. Der Werner kommt auch gleich. Und der Ossi, der hat sich ganz genau nach dir erkundigt. Ein bisschen viel Betrieb heute. Das ist doch wunderbar. Komm, trink mir eins. Ossi, bitte. Zwei Helle, zwei Würstchen, zwei Steiniger. Guten Abend, meine Herrschaft. Ja. Was ist denn heute hier los? Stiftungsfest des Neustädter Turnvereins, meine Herr. Darf ich bitte? Ach, der NTV. Zwei Helle, zwei Würstchen, zwei Steiniger. Zwei Helle, zwei Würstchen, zwei Steiniger. Doppelte.
Wernickes kommen. Guten Abend, Hertha. Komm, guten bei Abend. Uns ist noch Platz. Guten Abend, Hertha. Guten Tag. Diese Unmenge von Veranstaltungen heutzutage. Aber für Körperkultur habe ich eine Schwäche. Coleman würde auch für dich als Sängerin den richtigen Rahmen schaffen. Es wäre für dich sehr gut, wenn du mal in einer Revue groß herauskämst. Na, sowas. Ist das oder ist das nicht? Gerd Sommer? Richard? Was für eine Überraschung, dass du dich mal bei uns sehen lässt. Ja. Willst du vielleicht in Neustadt Varieté aufmachen? Bist doch ein großer Manager, wie? Menschenhändler. Das ist Herr Lavrenz, ein alter Bekannter von mir. Turmbruder. Frau Carina Rodde. Sehr angenehm. Angenehm. Ja, und ihr sitzt ja draußen kühl und trocken, statt bei uns da drin? Ja, wir müssen in aller Frühe weiter. Frau Carina hat ein großes Varieté in Hamburg und... Ah, welches Varieté, wenn ich fragen darf? Das Palladio. Kenne ich. Prima Laden. Ja, umso mehr würde ich mich freuen, als Vorsitzender des Vereins, Sie in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Guten Abend. Guten Abend, Herr Becker. Guten Abend, Herr Becker. Nehmen Sie doch Platz. Danke, Herr Oberamtmann. Ist Werner schon da? Wenn ich nicht wäre, säße er noch bei Lotte Kind. So was sieht man nicht alle Tage. Herr Maywalter, grüß Frau Rodde. Na, alter Freund, immer noch frisch vom Fröhlich frei. Ja. Das ist lange her. Ja. Eine Runde für mich. Ein Kraftakt. Das muss riesig anstrengend sein, ne? Unser Werner. Oh, jetzt kommt der gemütliche Teil des Abends. Gestattest du, Arthur? Ja. Licht rot. Bitteschön. Na, wie wär's? Einmal rum allenfalls. Soll ich mal zu Werner, dass er sich beeilt? Der kommt schon. Komm, kauf dir was. Dankeschön. Habt ihr mal einen Rauchkammervorsatz fertig? Oh, klar. Meint ihr, der spart was ein? Nee. Nee. Ihr im Auspressungswerk seid natürlich gegen was Neues. Aber bei dir verstehe ich das nicht, Willem. Du bist und bleibst eben Schlosser. Ja, nur wegen der da. Sonst wäre ich heute Lokführer. Na, lass mal. Na, wenigstens hat es meine Frau noch miterlebt, dass der Werner geworden ist. Und die anderen sind ja auch alle ganz gut geraten, nicht? Ja, ja. Sind alle ihrer Mutter nachgeraten. Wir könnten eigentlich ernst machen, die zwei. Die Hertha und der Werner, nicht? Bei Ihre Frau ist ja mehr für den Zweiten, für den Assessor. Das ist doch ein falscher Geist bei der Hertha. Na, dann bloß, Herr Oberamtmann. Weg willst du nicht schon gehen? Du musst morgen ausgeschlafen sein. Ah, unser Kunstturner. Ah. Na, kommen Sie, setzen Sie sich ein bisschen zu uns. Ja, kommen Sie. Das ist ja Nordhaus. Ich war auch mal in Ihrem Verein. Was Sie da vorhin gemacht haben? Alle Achtung. Die Herrschaften sind vom Varieté. Die verstehen was davon. War nicht gut? Na, ein bisschen legere Haltung, was? Damit können Sie sich wirklich sehen lassen. Na ja, in Neustadt. Die passen gut zusammen. Morgen früh muss ich wieder nach Hamburg. Mit welchem Zug? So gegen 8, glaube ich. Da fahren wir zusammen. Wie nett. Ich bin nämlich der Lokführer von dem Zug. Was sind Sie? Die Lokomotive.
Na, hoffentlich bringt sie mich da gut hin. Ich werde mir die größte Mühe geben. Wollen wir nicht ein bisschen tanzen? Bitte. Wie schön, dass das Eis zwischen uns gebrochen ist, Fräulein Anna. Wenn Sie denken, Sie können damit Eis brechen. Das können Sie mit Ihren vielen Freundinnen machen, Herr Becker. Ich habe 3 Brüder, da falle ich auf nichts mehr rein. Schade. Entschuldigen Sie bitte. Das Tanzen war nur ein Vorwand. Ich wollte unauffällig weg. Ich habe morgen einen sehr anstrengenden Tag in Hamburg. Ja. Seien Sie mir nicht böse, Herr Nordhaus. Aber Ihre Sachen. Ich hole sie Ihnen. Ich warte draußen. Eis bitte und Strohhalm. Aus der Nähe betrachtet sind Sie ja ganz nett, Herr Becker. Aber meistens sind Sie ja unterwegs. Nur dienstlich, Fräulein Enne. Ist das wirklich nur Verspätung? Oder Fahrplanänderung? Sehr geistvoll, Herr Assessor. Entschuldigung. Mein Schlüssel, bitte. Bitte schön. Vielen Dank. Sehr nett von Ihnen. Wenn Sie morgen in Hamburg sind, dann können Sie sich doch im Palladium unsere neue Premiere ansehen. Könnte ich. Das müsste Sie doch eigentlich interessieren. Sie sind ja ein halber Artist. Leider werde ich mich wenig um Sie kümmern können. Denn bei so einer Premiere ist immer Hochbetrieb. Mit dieser Karte kommen Sie rein. Dankeschön. Wiedersehen, Herr Lauters. Wiedersehen. Gute Fahrt morgen. Gute Fahrt. Bei Helle, bei Steiniger. Fragen Sie Ihren Bruder. Ich kenne nur die Strecke und Eisenbahnerübernachtung. Egal weg, Eisenbahnerübernachtung. Nur Männer weit und breit. Das Eis schmilzt. Schauen Sie, als Lokführeranwärter, da muss man doch immer weit voraussehen können. Verstehen Sie? Immer weit voraussehen. Und wenn Nebel ist? Ach, nicht doch, Fräulein Ende. Ich meine doch symbolisch natürlich. Und da sehe ich ein kleines Häuschen, weiß gestrichen, und davor eine kleine, wunderschöne Frau. Wie sieht die denn aus? Haben Sie einen Spiegel da? Nee, in der Handtasche und die ist im Sarg. Wollen wir nicht weiter tanzen? Bis ans Ende der Welt. Oh, da sehen Sie aber zu weit voraus. Ihre Vorführung war wunderbar. Das Herumturnen auf den Lokomotiven, das stehnte man. Ja, wollen wir nicht nach Hause gehen? Wir haben ja schließlich alle Genüsse gehabt. Ja, ja, morgen früh ist die Nacht noch. Das junge Volk kann ja noch bleiben. Entschuldigung. Schichtwechsel. Feierabend. Böse? Sehr. Mach dich wieder gut. Wie denn? Das wird mir schon einfallen. Sie gehen schon. Wir wollen auch gleich gehen. Mitgehen? Ein kleines Stückchen hinterher. Bist du unterwegs. Aber immer wieder komme ich nach Hause. Und zu Hause bist du. Schön, dass es dich gibt. Morgen bin ich wieder in Hamburg und abends gehe ich ins Varieté. Ganz groß eingeladen. Von der Dame da? Ich habe eine Freikarte. Wo habe ich sie denn? Müsste ich mir ansehen. Ich sei ein halber Artist, sagt sie. Muss da eine große Position haben, die Frau. Sieht gut aus, die Frau. Vielleicht gehe ich auch nicht. Aber Werner, du kannst doch die Freikarte nicht aufgeben und die gut aussehende Dame nicht warten lassen. Der ist viel zu schnell arrangiert, Ecki. Du sollst jetzt lieber nach Hause gehen, Werner, damit du morgen was vom Hamburger Nachtleben hast. Du sollst dir um mich keine Gedanken machen. Mach ich doch nicht. Du hast ja gesagt, du kommst immer wieder nach Hause. Hast einen mächtigen Brand, was? Na, ich auch. Wie kann man sich bloß die halbe Nacht rumtreiben, Wolle? Fall nur nicht immer auf die Männer rein. Höchstens, wenn einer mal wirklich nett zu dir ist, dann gib nach. Aber nur ganz allmählich. Nämlich, dann wickelst du jeden ein. Oh, Gott, Werner! Wen hast du eingewickelt, du Frauenzimmer? Wie hast du dich bloß gestern gegen Hertha benommen? Rücksichtslos und bodenlos und herzlos. Sie will auch nichts mehr von dir wissen. Sehr schmerzend. Na, hast du dich wenigstens amüsiert? Mit Ossi? Da hat mir sogar einen entfernten Heiratsantrag gemacht. Kommt das in Frage?
Nicht im Entferntesten. Morning. Ja, Wölfchen, was willst denn du schon so früh? Englisch machen. Translate into German. Warum hast denn du das nicht gestern gemacht, du Faulpilz? Ja, mein Hemd, den Fleck hat mir Werner reingemacht. Parker rings the bell loud enough. Wie heißt das auf Deutsch? Jetzt gehst du dich waschen. So heißt es aber gar nicht. Wo ist mein Haarwasser? Ich weiß nicht. Wo ist mein Haarwasser? Oh. Nix, Herr Bengel. Du willst dich an einem Kleineren begreifen? Was? Ja, nun hör doch auf, es wird höchste Zeit für dich. Oh, weg jetzt! Ach, loslassen! Ach, Werner, hast du denn keine Achtung mehr für das? Nein! Lass mich doch wieder runter! Bitte, nimm mich doch wieder runter! Ja, was ist denn hier los? Und ihr wollt erwachsene Menschen sein? Ich nicht, ich brauch noch nicht. Auf Wiedersehen, Anne. Aber Werner, du kannst mich doch hier nicht sitzen lassen. Nur bis morgen Mittag, da bin ich ja wieder zurück. Karl Ludwig, bitte, bitte. Hör mal, Werner. Ja? Ich habe gestern mit dem Oberamtmann gesprochen. So, und was habt ihr da ausgekocht, ihr zwei? Ja, über den Wernige, da muss man sich direkt wundern, dass er so viel von dir hält und dass er für eine baldige Heirat ist. Ach, nee. Ja, ja, und dabei bist du doch so ein, kommst du nicht. Und hast nicht die Spur so viel Charakter wie die Erda. Ist doch wahr, ne? Alter Kuppler. Na, gute Fahrt, mein Junge. Gute Reise gehabt? Ja. Schön sehe ich aus, was? Wir sehen uns doch heute Abend, nicht? Ja, ich habe leider Ihre Karte. Das macht nichts. Ich lasse eine andere an der Kasse hinterlegen. Dann kommen Sie doch, ja? Dann komme ich. Jetzt muss ich wieder weiter. Also bis heute Abend, ja? Sonderwetter, da hast du ja was Feines angelacht. Bin sogar eingeladen, muss mir noch einen Anzug pumpen. Herr Nordhaus, Frau Carina Rodde hätte Sie gerne angesprochen. Bitte, Herr Nordhaus. Keine Angst. Fedja, es ist eine Schande, wie ihr mit meiner einzigartigen Kraftnummer umgeht. Warum bitte? Nummer 7, vor der Pause, ich, eine Galanummer. Ich bin bevor König Faruk aufgetreten. Ha! Der Ursulino tut keinem was. Er hat Körper wie Elefant, aber Kopf wie kleines Küken. Schön, dass Sie gekommen sind. Hat es Ihnen gefallen bisher? Großartig.
schade, dass ich das Programm nicht weitersehen kann. Wollen Sie es denn sehen? Das habe ich mir so ausgedacht. Hier kann ich sitzen und arbeiten und zusehen, ob da unten alles klappt. Nehmen Sie doch Platz, Herr Nordhaus. Für mich ist das alles sehr merkwürdig. Ich meine die Künstler, die man sonst nie sieht, höchstens mal von Weitem. Plötzlich stehen sie neben einem, der unten... Und sind Menschen wie Sie selber, Herr Nordhaus. Glauben Sie mir. Das ist Boscari. Das wird Sie interessieren. Wollen Sie ihn gerne kennenlernen? Und die anderen Artisten auch? Bei mir zu Hause ist eine kleine Feier nach der Vorstellung. Bitte. Die Frau besteht aus lauter Gegensätzen und Gegensätze ziehen sich meistens an. Drum kauft sie sich ja auch die vielen Fetzen, damit sie sich und Männer anziehen kann. Will sie ein netter Mann einmal begleiten, sagt sie oft ja, um nicht allein zu sein. Doch wittert ihr Instinkt, dass ein Erlebnis winkt, so sagt sie schon aus Notwehr nein. Tausend kleine Lügen machen doch den Frauen erst die Liebe zum Vergnügen, denn die nackte Wahrheit ist gewöhnlich sehr banal. Es ist ein Vergnügen, indirekt zu lügen oder, wie man besser sagt, die Wahrheit zu verbiegen. Was daraus entstehen kann, ist den Frauen meist egal. Fragt sie ihr Mann zum 10. Mal, wohin gehst du noch so spät? Sagt sie, ich geh zum Maskenball, schon weil ihr ja das Fragen auf die Nerven geht. Und sehen sie diese Lügen, diese kleinen Lügen, machen viel mehr Freude, als ihn wirklich zu betrügen. Denn bei dem Betrügen ist auch die Enttäuschung nah. Meistens da, doch Frauen... Na? Na, ja, ich glaube, du hast recht gehabt. Ein neuer Mann. Frau Carina hat ihn entdeckt. Ossi, Werner. Hast gesehen? Bist gerade zurechtgekommen. Sie alle an. Kann man nicht runterfallen dabei? Nee. Komm gleich. Freue mich sehr, Werner. Wir sehen uns dann noch heute Abend, ja? Na los, gleich rumzählen. Ossi, komm mit. Können Sie den Mann für Ihre Revue gebrauchen? Sie hat ihr doch recht, Carina. Ein sehr guter Mann, aber so eine Nummer ist nicht geeignet für eine Revue. Ja, ja, das sehe ich ein. Man müsste ihn woanders rausbringen. Das kann ich vermitteln. Nein, ich möchte das nicht. Er soll erst im Palladium auftreten, hier, bei uns. Da willst du ihn so lange warten lassen? Jetzt kommt erst die Coleman-Revue, dann kommt... Es wird sich noch eine Gelegenheit finden, vielleicht später im nächsten Programm. Ich will nicht, dass er woanders auftritt. In Neustadt hat sich nicht viel verändert. Ich fahre jetzt mit Brink und, naja, die Enne sehe ich öfters. So, die Enne. Kannst du nicht mal nach Hause kommen, am Sonntag in 4 Wochen? Warum gerade dann? Da verloben wir uns, die Enne und ich. Ossi, ja. Hast du sie rumgekriegt? Ja. War schwer, was? Na, mit deinem Vater war es bedeutend schwerer. Aber du kommst, nicht? Ja, wenn ich hier nicht auftreten muss. Wollen wir jetzt zusammen essen gehen? Das geht leider nicht. Ich bin ja nur auf den Sprung gekommen. Ich muss ja wieder zur Bahn. Also, Ossi, wenn ich kann, komme ich, ja? Grüß alle, die Enne und... Die anderen. Die Hertha. Ja, die Hertha. Gratuliere, Herr Nordhaus. War prima. Danke. Mach's gut, Ossi. Wiedersehen. Wiedersehen.
Wenn du es genau hören willst, ja, ich liebe ihn. Kannst du nicht ändern. Und er weiß es gar nicht. Das ist auch das einzig Gute. Hör mal, Carina, ich habe mich nie um deine Herzensangelegenheiten gekümmert. Ich hatte auch nie Grund dazu. Aber diesmal, entweder du willst, dass der Junge Karriere macht, oder du hättest dich nie drauf einlassen dürfen. Ich will nicht, dass du ihn betrügst und dich selbst. Überleg es dir. Wiedersehen. Ich habe Enrico Cameron gut gekannt. Er trat bei meinem Vater auf, hier, bei uns im Palladium. Ich war noch sehr jung und sehr verliebt. Als mein Vater dahinter kam, hat er ihn nicht prolongiert. Das war gut so. Er wurde berühmt und ich wurde wieder vernünftig. Warum trinken Sie denn nicht mit? Sie haben allen Grund. Sie werden auch berühmt. Wenn Sie erst einmal eine internationale Attraktion sind, da kommen Sie auch unter Glas und Rahmen mit eigenhändiger Widmung. Damit ich was von Ihnen habe, wenn Sie überall sind und nirgends. Carina. Weißt du noch, damals, auf dem Bahnhof, als ich dich sah. Und du warst so gleichgültig. Von dem Augenblick an habe ich dich schon geliebt. Werner, ich bin so glücklich. Na, morgen geht's hier los mit dem Revue-Rummel. Dann ist es ja vorläufig aus mit dem Probenbum Nordhaus und mit seiner Attraktion. Aber ich glaube, der hat jetzt eine ganz andere Attraktion, was? Halt's Maul! Alles zur Vorstellung klar machen! Verloren. Du bist müde, Carina. Du musst nach Hause. Noch eine Runde. Ich bin so glücklich, Werner. Du, der Goldmann ist großartig. Es muss was werden mit unserer Revue. Die läuft bestimmt 3 Monate. Du sagst ja nichts, Werner. Glaubst du nicht, dass ich Erfolg habe? Sicherlich. Was hast du denn, Werner? Nichts. Nur, was geht mich schon der ganze Rummel an mit eurer Revue? Ich stehe ja nur herum. 3 Monate, vielleicht. Wer weiß. Ich habe nichts zu tun dabei. Du hast doch mit mir zu tun, hm? Ja. Guten Abend, Fedja. Hm? Da bist du ja, der Werner Nordhaus. Was war denn nur? Hm? Ach so, ich hab was für dich, da Post. Trage ich schon den ganzen Tag rum. Ist ja direkt ein Wunder, dass du dich mal sehen lässt. Na ja. Bist ja nicht im Dienst. Dienst ja nur der Schönheit. Prost. Mach Schluss jetzt, Fedja. Mach du lieber Schluss, mein Junge. Hier wirst du doch nichts. Hier lassen sie dich warten, mein Junge. Und dazwischen, da lacht das Leben. Und wer bezahlt das lachende Leben? Kasse. Woher kriegst du das Geld zum Leben? Und wofür? Fedja, jetzt will ich wissen, was dahinter steckt. Jetzt raus damit! Ich habe gehört, wie Sie über dich geredet haben, Frau Carina und der Sommer. Was haben Sie geredet? Dass du Karriere machen könntest und dass sie es nicht will. Dass sie es nicht will? Bist du verrückt? Sie hat sich das anders vorgestellt.
Sie hat nie bedacht, dass du dann ja weggehst nach kurzer Zeit, von einem Varieté zum anderen. Wie jeder Artist, dass du überall bist, nur nicht bei ihr. Das glaube ich dir nicht. Ich habe ja daneben gestanden. Herr Sommer hat es dir angeboten. Und sie? Sie will ja nur dich behalten. Wo willst du hin? Wenn du zu ihr hingehst und sie fragst, dann wird man den alten Feder vor die Tür setzen. Ich gehe nicht zu ihr. Nach Hause gehe ich, wenn du es wissen willst. Nach Hause! So, wenn noch mehr kommen, dann müssen wir anbauen. Oh, wunderbar! Wer hat sich denn da so angestrengt? Mein Lokführer. Was sagst du zu dem jungen Glück? Hab ich kommen sehen. Wenn du nicht weggegangen wärst, dann wärst du überhaupt nicht zu dem Glück gekommen. Und das ist doch bloß, damit der Ossi irgendwie einen moralischen Halt hat. Los, die Bohle muss angesetzt werden. Oh ja! Schön, dass du da bist. Komm, du kannst auch helfen. Dir geht es gut, wie ich höre. Ja. Kann nichts passieren dabei? Ist ja ein Netz zum Schutz drunter. Ja, wir haben auch Schutz getan unter Maschinen. Passiert aber doch mal was, ne? Mach dir keine Sorgen, Vater. Ja. Hat ja auch keinen Sinn. So, na rein in die gute Stube. Ich muss mich jetzt um die Bohle kümmern. Elle, die Hase ist da. Ja, wollt ihr eigentlich die Hand geben? Hertha! Gratuliere dir. Ich danke dir schön. So, nun geht ein bisschen in den Garten. Ich muss abräumen. Kleine Braut. Und dabei soll er nachräumen. Hättest ruhig mehr schreiben können. Ich habe doch geschrieben. Ja, dreimal in 4 Monaten. Du weißt ja nicht, was inzwischen alles geschehen ist. Doch, ich weiß. Ossi hat davon erzählt. Du hast es also geschafft. Das war mal dein Zug. Komm. Hertha. Ich habe es nicht geschafft. Ich fahre morgen wieder nach Hamburg, aber wie es mit mir weitergeht, weiß ich noch nicht. Ich habe es falsch gemacht. Ich habe mich verrannt. Wieso? Es soll doch großartig sein, was du da machst, oder hast du keinen Erfolg? Doch. Was ist es dann? Ich weiß nicht. Es sind wohl die Menschen, mit denen man zu tun hat, von denen man abhängt. Willst du mir nicht sagen, was wirklich ist? Hertha. Du kannst es mir doch sagen. Das weißt du doch. Oder ist es nun schon so zwischen uns, dass du nicht mehr den Mut hast, die Wahrheit zu sagen? Soll ich dir sagen, dass ich dich vergessen habe all diese Monate? Dass ich mich selber vergessen habe und fertig bin mit mir selber? Willst du wirklich alles wissen, ganz genau, ja? Damit du endlich begreifst, es lohnt sich nicht mehr um mich? Nein. Jetzt will ich es nicht mehr. Ich dachte nur, ich könnte dir helfen. Das kannst du nicht. Vielleicht doch. Wenn ich fortgehe. Wenn ich dich in Ruhe lasse mit meinen Fragen. Vielleicht hilft es dir, wenn du mich los bist und du bist ein schlechtes Gewissen los. Hertha. Lass mich. Kümmere dich nicht darum, es ist ja schon vorbei. Fräulein Hertha. Wo ist denn Werner geblieben? Ich bitte Sie, sagen Sie Ihnen und den anderen, ich musste gehen, ja? Aber Sie wissen doch, wie er manchmal sein kann. So überalt und unvernünftig. Aber er ist ein anständiger Kerl. Wirklich.
Nordhaus gesehen? Er ist nicht in Hamburg. Er ist nach Hause gefahren. Was? Er ist nicht bei unserer Premiere? Ich bin schuld. Ich habe ihm vorgeworfen, dass er nicht arbeitet. Und da ist er wild geworden und weg. Ist vielleicht am besten so. Was soll er auch hier? Ein Auftritt. Schnell, schnell. Großer Abend heute Abend, was? Ja. Du, hör mal, Fitcher, ich brauche einen Artisten für eine Filmaufnahme. Wo ist denn dein neuer Mann, der mit der Recknummer? Du meinst den Nordhaus? Ja. Was ist denn denn? Oh, so eine reine Mutprobe. Also ein kalter Sprung ins Wasser. Ja, meinst du, der macht das? Wie viel ist drin? No, 500. 500? Ja. Der macht das? Ja. Das ist ein Kerl, mein Freund. Also dann gib mir morgen früh Bescheid. Ja. Wenn der Mann hinhaut, dann habe ich noch was für ihn in dem Film. Den Rosen fängt die Liebe meistens an, doch was kommt dann, doch was kommt dann? Dann kommt ein Blick und dann vielleicht der erste Kuss und dann kommt, was kommen muss. Doch eines Tages reicht man wortlos sich die Hände und fühlt, der schöne Traum vom Glück ist nun zu Ende. Dann schickt man rote Rosen in ein fremdes Haus und dann ist's aus und dann ist's aus. Oft sehnt das Herz sich nach dem Glück und nach der Liebe. Und ist sie da, sehnt sich das Herz, dass es so bliebe. Doch kaum hat's begonnen, so fühlt man es schon. Alles ist nur Illusion. Roten Rosen fängt die Liebe meistens an, doch was kommt dann, doch was kommt dann? Dann kommt ein Blick und dann vielleicht der erste Kuss und dann kommt, was kommen muss. Doch eines Tages reicht man wortlos sich die Hände und fühlt, der schöne Traum vom Glück ist nun zu Ende. Dann schickt man rote Rosen in ein fremdes Haus und dann ist's aus und dann ist's aus. Hertha, du bist schon zurück? Ja. Werner war da. Ich habe ihn gesprochen. Ja und? Es ist vorbei. Warum ist es vorbei? Ich weiß es nicht. Der Nordhaus. Er hat es wirklich nicht verdient, dass du dich so um ihn quälst. Was ist denn mit ihm? Das fragst du noch? Du bist schuld. Du und deine Leute. Ihr musstet ihn ja so schwer bestrafen damals. Ihr habt ihn doch weggetrieben. Und jetzt... Jetzt weiß er nicht, wo er hingehört. Nicht hierhin. Nicht dorthin. Er sagt, es lohnt sich nicht mehr um ihn. Du musst den Schluss machen mit ihm. Ihr Männer, ihr seid immer fix mit dem Schluss machen. Ich war ja immer mehr für Karl Ludwig. Ja. Aber wenn sie den Werner doch liebt? Nein.
Sie soll ihn nicht einfach aufgeben. Sie soll erst mal herausbringen, was mit ihm los ist, nicht? Arthur, nicht wahr? Ich lauf ihm nicht nach. Mutti hat ganz recht. Du musst erst mal wissen, ob du ihn endgültig verloren hast oder nicht. Die Presse ist großartig. Mehr Erfolg können wir uns gar nicht wünschen. Ja, bitte. Ein Telegramm für Herrn Kollmann. Warum? Ich habe Herrn Norchhaus gesprochen. Was? Eben. Nur einen Moment. Oh, die Konkurrenz meldet sich. Ich soll in Düsseldorf eine Revue inszenieren. Wo ist er? Er macht heute eine Filmaufnahme. Filmaufnahme? Ja, der Conny Kersten von der Luna Film hat ihn dafür engagiert. Und ich habe den Werner herbestellt. Sie haben ihm das vermittelt, Fedja? Ja. So, und wo ist denn die Filmaufnahme? Am Baumwoll. Die Kamera ist klar, Bruckwitz. Ja. Los, Conny, der Zug kann kommen. Gleich abfahren. Ja. Los, abfahren! In Ordnung, Conny. Bestell den Mann gleich für morgen Abend für die andere Bahnsache. Gut, was? Ja. Wenn ich hätte gewusst, dass er macht solche Sensationen, wir hätten ihn doch gebrauchen können für unsere Revue. Lässt sich das nicht noch einbauen? Oh ja. In diese Festsaal. Er könnte springen von die große Spotlight in die Wasserbassin. Ziehen Sie sich gleich um, damit Sie sich nicht erkälten. War ganz prima. Morgen drehen wir wieder so ein Ding. Ich hole Sie mittags ab, wir müssen ein paar Stunden mit dem Wagen fahren. Haben Sie diesen Mann unter Kontrakt? Nein, aber ich will mit ihm sprechen. Los, Hoffmann, die Praktikale gleich dahin. Oh, okay, Frau, was verschafft uns denn die Ehre? Conny, lassen Sie die Finger von meinen Artisten. Meinen Sie den da? Ja, den da. Aha. Los mit dir? Was ist denn in dich gefahren? Wie kommst du dazu, halsbrecherische Sachen zu machen, ohne mich zu fragen? Ich bin doch Artist und muss Geld verdienen. Gut, dass du gekommen bist. Ich wollte sowieso mit dir sprechen. Carina, ich glaube, es ist besser, ich gehe vom Palladium weg. Warum? Warum lässt du mich nicht auftreten? Weil ich Angst habe, dich zu verlieren. Ich will nicht abhängig sein. Ich ertrage es einfach nicht. Ich bin nun mal kein Mann, der auf Kosten anderer lebt. Carina, begreifst du denn nicht? Ich bin Lokführer gewesen und jetzt lebe ich von der Luft und von der Liebe. Ich brauche Arbeit. Weiter nichts. Nicht schön, was du sagst. Ganz und gar unnötig. Ich habe eben mit Coleman gesprochen. Du bekommst deine Sononummer in unserer Revue. Großes Revuebild. Du im Frack springst vom Kronleuchter ins Wasserbassin. Ins Wasserbassin? Ja, und meine artistische Nummer, an der ich so lange gearbeitet habe? Die passt jetzt nicht. Und das andere, das wäre ein großer Start für dich. Werner, vergiss, was war. Auch zwischen uns, wenn es sein muss. Ich hab's doch nur gut mit dir gemeint. Alles fertig! Das sieht ja ganz dekorativ aus. Los, macht schon, die Strecke ist nur ein paar Stunden für uns freigegeben. Wo steckt denn der Nordhaus? Wird gerade geschminkt, hinten im Gepäckwagen. Na, sehen wir uns mal an. In Ordnung, in Ordnung. Na, nur nicht ängstlich mit der Schmiere, muss hundertprozentig aussehen. Passen Sie auf, es geht hier in unserem Film um einen Goldtransport. Ein paar Gangster haben sich auf die Lokomotive geschlichen, sie haben sie entdeckt und runtergeschmissen. Ja, und dann jagen sie mit Karacho den Zug zur rettenden Station. Wir fangen mit der Fahrt an. Den Gangsterkampf drehen wir morgen. Habe ich gesagt, Sie spielen den Lokomotivführer. Los, beeilen Sie sich. In einer halben Stunde müssen Sie fertig sein. Los, los, los,
Einen Lokführer soll ich spielen? Hör mal, die Dame fragt nach Herrn Nordhausen. Den habe ich schon seit ein paar Tagen nicht gesehen. Wer kann mir denn sagen, wo er ist? Tja, Frau Rotte wird es wissen. Frau Rotte? Ja. Ja, kann ich Sie sprechen? Herr Nordhaus weiß nicht, dass Sie hier sind. Sie können Schluss machen, Trutin, ich brauche Sie nicht mehr. Ich muss doch noch aufräumen. Jetzt nicht. Gute Nacht. Sie kommen aus Neustadt? Ja. Ich kenne Sie übrigens schon. Von dem Turnfest her, damals, als Sie Werner, Herr Nordhaus, das erste Mal sahen. Bitte, können Sie mir sagen, wo er ist? Ich weiß es nicht. Sie wissen es nicht? Ja. Ist er nicht mehr bei Ihnen, hier am Varieté? Doch. Was? Was wollen Sie denn von ihm? Ist es denn so wichtig? Ja, Frau Rotte. Ich will mich nicht in Ihre Angelegenheiten mischen, aber ich weiß wirklich nicht, wo Herr Nordhaus sich zurzeit aufhält. Sonst würde ich Ihnen sehr gern behilflich sein. Ich weiß nicht, ob ich es Ihnen sagen kann, aber ich mache mir Sorgen um ihn. Ich habe Angst um ihn. Um Herrn Nordhaus? Aber warum denn bloß? Sie kennen ihn wohl schon sehr lange. Ja. Und Sie lieben ihn sehr, wie mir scheint. Aber er war doch gerade in Neustadt. Haben Sie denn da nicht gesprochen? Er war ganz verändert. Er wusste nicht ein und aus. Er war wie ein ganz fremder Mensch. Ja, aber können Sie denn das nicht verstehen? Er lebt doch jetzt in einer ganz anderen Welt. Er ist ja kein Eisenbahner mehr. Das ist doch ganz klar, dass er von all dem nichts mehr wissen will. Wollen Sie sehen, was aus ihm inzwischen geworden ist? Ich habe hier ein Bild aus der Zeitung von heute. Sensationsdarsteller im Film. Sie hätten sehen sollen, wie die Menschen begeistert waren. Da wundern Sie sich, dass er Ihnen in Neustadt so merkwürdig fremd erschien? Sie können sagen, was Sie wollen. Das stimmt alles nicht. Das nicht. Ich kenne ihn doch. Bitte sagen Sie mir, warum ist er unglücklich? Wieso unglücklich? Wie kommen Sie denn darauf? Er hat es doch in kurzer Zeit zu was gebracht. Er ist ein erstklassiger Artist geworden. Nächste Woche tritt er sogar bei uns in der Revue auf. Könnte doch sehr zufrieden sein und dankbar. Der Werner könnte doch wirklich glücklich sein. Sie lieben ihn. Und Sie wissen ganz genau, dass er nicht glücklich dabei ist. Pass auf, Bruchnitz. Während der Fahrt immer die Lokomotive im Auge behalten. Darauf kommt's an. Sie wissen Bescheid, Nordhaus. Ach du meine Güte, die Hände. Manikürter Lokführer. Wenn man nicht auf alles achtet. Risa, da muss noch was drauf. Conny, alles klar zur Aufnahme? Ja, wir sind soweit. Tag, Herr Kollege. Ich bin aber echt. Ich soll Ihnen zeigen, wie es gemacht wird. Alles ganz einfach. Also, beim Anfahren macht man so. Herr Lokomotivführer, bringen Sie die Maschine in Gang. Aber aufpassen, dass Sie mit uns auf gleicher Höhe bleiben. Nicht schneller als der Aufnahmewagen. Achtung, Aufnahme! Los! Hört aus! Sind Sie fertig? Na? Dann kommen Sie mal ran. Rausholen! Mann, wo haben Sie denn das gelernt? Nicht lügen, sich in alles fügen, müssen sich mit bürgerlicher Zärtlichkeit begnügen, ohne je zu fühlen, dass der Mann sie heiß verehrt. Wird dein Mann beim Lügen eine Frau erwischen, wird der kleine Zwischenfall die Liebe nur erfrischen und er schenkt dir nachher alles, was ihr Herz begehrt.
Man sagt dem Manne seiner Wahl nicht alles ins Gesicht, denn jedermann verträgt sehr viel, nur absolute Wahrheit, die verträgt er nicht. Nein, tausend kleine Lügen machen ihm Vergnügen, weil sie seiner grenzenlosen Eitelkeit genügen. Und in jedem Manne steckt nun mal ein eitler Wicht. Hab ich recht oder nicht? Frau Hobby, ich muss jetzt leider gehen, sonst komme ich nicht mehr zur Bahn zurück. Ja, wann müssen Sie denn da sein? Um 6. Und das sind ja noch ein paar Stunden. Ich muss ein paar Stunden schlafen. Das ist Vorschrift, ja. Ich danke Ihnen sehr für den Abend. Das können Sie nicht verstehen. Für Sie ist das alles selbstverständlich. Aber für mich... Wissen Sie, ich bin Eisenbahner. Bei uns geht's nach dem Fahrplan. Muss auch so sein. Aber statt, wie sich's gehört, jetzt in einer Koje zu liegen, bin ich hier wie am Fest unter lauter fremden Menschen. Und ich finde es wunderbar hier. Sie können doch selber Artist sein. Ich habe Sie gesehen. Was der Boscari kann, das können Sie auch. Das dürfen Sie nicht sagen. Auch wenn Sie an sich arbeiten... Wenn Sie richtig ausgebildet werden, bestimmt. Würde Sie das interessieren? Das schon, aber ist doch nicht Ihr Ernst. Und es wäre doch auch ein ganz anderes Leben als das ewige Hin und Her auf einer schmutzigen Lokomotive. Überlegen Sie sich's mal. Schon sehr spät, jetzt muss ich aber wirklich... Sie können die paar Stunden hier schlafen. Gleich nebenan ist meine Bibliothek. Und ich fahre Sie morgen früh mit dem Wagen hin. Ist doch viel vernünftiger. Kommen Sie. Gute Nacht. Und überschlafen Sie, was ich Ihnen gesagt habe. Soweit. Aufstehen. Hallo, Werner. Aufstehen. Na denn, guten Morgen. Guten Morgen. Ein schönes Fest. Funktionierte hat alles durcheinander gebracht. Ich werde Frau Karelle wecken. Sie will sie zur Bahn bringen. Sie war so müde. Lassen Sie nur. Wo gibt es Taxen hier? Gleich an der Ecke. Herr Neufhaus, fahren Sie doch mit dem nächsten Zug. Heizer Oskar Becker. 03258 für F376. Und Ihr Lokführer? Muss gleich kommen. Fahren Sie Richtung Altona? Ja. Bitte nehmen Sie mich mit. Gut. Zwölf Minuten drüber. Ist mir bei dem auch noch nicht passiert. Soll Ersatz ran? Warten wir noch, der hat seine Lok ja in Ordnung, wie ich ihn kenne. Na, ihr habt wohl keine Lust heute. Nordhaus ist noch nicht da. Wer weiß, was dem passiert ist. Bestellen Sie Ersatz. Moment mal.
Den Vollmer von der ersten Bereitschaft. Ja, und bei Nordhaus, da müssen wir wohl eine Meldung machen. Warum kommen Sie 21 Minuten zu spät? Sie wissen doch, dass Sie eine Stunde vor Abgang Ihres Zuges im Betriebswerk zu sein haben. Haben Sie ausgeschlafen? Ja. Nicht die Nacht durchgebummelt? Nein. Dann machen Sie, dass Sie auf Ihre Lok kommen. Ersatz abbestellen. Und die Meldung? Die reist im Nachrichtung Neustadt. Unregelmäßig. Hält doch noch, der Druck. Nee, sicher ist sicher. Schreib auf. F376, Schaden an Luftpumpe. Halten in Hohenfeld. Hier Posten 61, F376, Schaden an Luftpumpe. Halt in Hohenfeld. Gib das Öl her! Na? Wie viel Verspätung? 9 Minuten! Die hole ich wieder ein. Steh schon. Verdammte Sauerei. Durch Signal gerutscht. Mit mindestens 2 Wagenlängen. Der Personenzug ist ja noch auf der Strecke. Heute ist aber auch alles drin. Mann, oh Mann. Was ist denn mit Ihnen los, Nordhaus? Gibt das eine Meldung? Das könnt ihr euch doch wohl denken. Der Personenzug ist jetzt durch. Dann können die wilden Heinis weiter. Ich ziehe jetzt, dann könnt ihr abhauen.
auch wenn Sie nur durchgerutscht sind. Sowas darf einem Lokführer nicht passieren. Ist mir auch noch nie passiert. Doch, gestern. Es ist noch mehr passiert. Sie sind verspätet zum Dienst gekommen. Zwei Meldungen. Können Sie mir das erklären? Ich will es auch gar nicht wissen. Was Sie außerdienstlich machen, ist Ihre Sache. Werner, ist etwas mit Ihnen nicht in Ordnung? Meine Lok war nicht in Ordnung. Ich musste unterwegs bauen und dann wollte ich die Verspätung reinholen. Das war alles. Nach unseren Vorschriften muss ich Sie in Strafe nehmen. Sie können gehen. Der Lokführer Nordhaus wird sofort aus dem Streckendienst genommen. Ablösung veranlassen. Nun, was ist denn passiert mit Nordhaus? Ja. Ich muss ihn auf den Rangierbahnhof setzen, es bleibt mir nichts anderes übrig. Der Nordhaus auf dem Teckel? Das ist ja wie ein Rennpferd vom Milchwagen. Weiß ich. Na, die feierliche Morgenandacht vorbei und gebrochen an Leib und Seele? Was soll denn schon groß passieren? Kriegst höchstens 20 Mal Geldstrafe aufgebrochen. Die wissen doch, was sie an dir haben. Ablösung vor. Werner. Ist ja wohl ein dolles Ding. Was hast du bloß angestellt? Zu viel Wupp dich gehabt, was? Ja, ihr Jungen. Aber ist mal alles halb so schlimm. Auf dem Rangierbahnhof rumkutschieren hat auch was für sich. Spaß den Nerven. Nicht anders entscheiden, das werden Sie verstehen, Nordhaus. Och, das muss doch ein Irrtum sein. Nun kippen Sie nicht aus den Pantinen. Sie müssen dem Werner gut zureden, dass er die Sache mit Fassung trägt. Wenn der Junge wirklich eine Maläsche gehabt hat, dann steht er auch gerade dafür. Nun gehen Sie mal nach Hause, kümmern Sie ein bisschen um ihn. So bis auf gleich Mittag. Ja, in 10 Minuten. Ihr seid allesamt Dickköppe, ihr Nordhäuser. Du weißt also schon Bescheid. Ja, der Oberamtmann war da. So herrlich hat es. Damit nur jeder merkt, wie streng und gerecht er ist. Damit bloß keiner sagen kann, er hätte vielleicht ein Auge zugedrückt, weil es sich um den Nordhaus handelt. Wer willst du das denn? Willst du einfach weiter brausen mit deiner Locke über alle Signale weg? Bloß weil du Beziehungen da oben hast. Willst du das denn, mein Junge? Nein. Dann schäle dich auf den Deckel und leg die Ohren an. Ja, meinst du, mir ist es recht? Ich habe dich immer nur auf einer 03 sehen wollen. Als du noch ganz klein warst, habe ich immer daran gedacht.
Ich habe das Gefühl, als hätte ich in all den Jahren der ganze Lok zusammengebaut. Damit du mal drauf fahren kannst. Ist ja Quatsch, was ich da rede. Aber es stimmt. Und nun schmeißen sie dich runter von der 03. Eine Schande ist das. Eine Schande. Ja. Und deshalb mache ich Schluss und gehe weg. Was? Ich habe da eine Möglichkeit. In Hamburg. In Hamburg? Ja. Bei der Bahn? Nein. Das ist doch Unsinn. Du bist der Lokführer Nordhorst, der sein Auskommen hat und seine Pension. Darauf verzichte ich. Ich kann auch woanders mein Geld verdienen. Weißt du, was du verdienst? Dass ich dir links und rechts ein paar runterhaue, so alt wie du bist. Da schämst du dich ja nicht. Gerade du, der es so weit gebracht hat. Weit gebracht. Rangierkutscher, nach 10 Jahren. Und wegen einer einzigen Dusseligkeit. Na, hör doch mal, Werner. Wir gehören doch alle zur Bahn. Da kann man nicht so einfach weg. Du auch nicht. Du bleibst dabei. Und wenn du dein Leben lang auf dem Deckel bleibst, so wie ich in meiner Werkstatt. Naja, du kennst nur deine kaputten Loks. Und die reparierst und die fahren dann, bis sie wieder kaputt sind. Ich habe auch nur meine Strecke gekannt. Aber dahinter ist immer noch was. Eine ganze Welt ist dahinter. Und weil sie mich jetzt von meiner Strecke genommen haben, deshalb gehe ich. Ist das dein Ernst? Ja. Auch wenn ich dich bitte. Auch dann. Dann geh. Geh. Mach, dass du wegkommst. Lieber heute als morgen. In unserer Verwaltung redet man schon drüber. Inspektor Kleinschmidt erzählt es überall rum. Der Werner kann einem leid tun. Kommt Werner denn nicht? Komm wenigstens zum Essen, Werner. Muss Koffer packen. Fahr mit dem Abendzug nach Hamburg. Das geht nicht. Warum? Ich hab doch deine Hemden noch nicht gebügelt. Grüß den Ossi von mir. Was wird der bloß dazu sagen? Der hängt doch so an dir. An mir? Ich denke an dir. Mich liebt er. Und du? Ich hab was für ihn übrig. Aber wer passt denn jetzt auf ihn auf unterwegs, wenn du nicht mehr sein Lokführer bist? Enne, tu mir einen Gefallen. Ich muss härter sprechen. Ich warte auf Sie am Bahnhof, im Wartesaal. Bezahl schon. Reiner Zufall, dass sich das gerade ergab. Ich wäre verrückt, wenn ich das nicht versuchen würde. Es muss mir gelingen. Dann hole ich dich gleich hier weg. Ich tue es ja nur für uns beide. Bitte, der Herr. Zahlen. Kännchen Kaffee und Bier, 1,65. Bitte 10 Pfennig für die Bahnsteigkarte. Bitte sehr. Glaubst du mir, Hertha? Das glaube ich, dass du nicht anders kannst. Dass es dich eher zerreißt, als dass du nachgibst. Und das glaube ich auch, dass du an mich denkst und mich nicht vergisst und mich vielleicht sogar holen willst, aber... Aber? Es wird ganz anders sein. Und ich lass dich gehen. Hertha... Was soll denn anders sein? Komm, ich schenke dir was. Mein dummes Gesicht. Willst du es haben? Solange ich dich nicht habe. Mein einziges Foto. Mein Eisenbahnausweis. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Gib ihn mir. Eilzug aus Mühlich in Bahnsteig 1. Wir müssen gehen. Noch Zeit, Hertha. Ich möchte dich ja mitnehmen. Ich möchte dich immer bei mir haben, aber ich weiß doch selbst noch nicht, was wird. Dein Zug, Werner. Lauf schon vor, ich komm nach. Thank you.
es ist Besuch für Sie da, Herr... Nordhaus. Nordhaus. Ja, gut. Einen Moment, bitte. Goldman wäre am liebsten gleich mitgekommen. Na, Hauptsache, wir haben ihn fürs Palladiumfest. Was hältst du von einer Revue Lockende Sterne? Ein Querschnitt durch die Artistenwelt. Carina, hörst du zu? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das wäre auch für dich das Richtige. Als Chansonsängerin eine großartige Möglichkeit. Wer arbeitet da unten? Die neue Nummer aus Kopenhagen. Fedja hat sich für sie eingesetzt. Wer managt die? Und bis jetzt niemand. Gute Leute. Ich muss ins Hotel. Bis heute Abend, Carina. Wiedersehen. Ja, Fedja. Herr Nortas möchte bitte raufkommen. Sie wissen ja Bescheid, nicht wahr? Danke. Das war der Direktor. Fedja. Fedja. War das Herr Nordhaus aus Neustadt? Ich weiß nicht woher. Der war schon mal da bei Frau Carina. Wann? Nach der Premiere? So. Sind Sie der Chef der Truppe? Ja. Kann ich Sie mal sprechen? Ich habe mir überlegt, was Sie mir neulich Abend gesagt haben. Ich will es versuchen. Das freut mich. Aber müssten Sie nicht einen längeren Urlaub haben? Wird denn das möglich sein, so ohne weiteres? Ich habe nichts anderes mehr zu tun. Ich habe Schluss gemacht bei der Bahn. Ach, ja, dann ist es das Beste, wir sprechen mit Fedja, mit meinem Inspizienten. Er war früher mal eine große Luftsensation. Er wird am besten wissen, was wir mit Ihnen anfangen. Ins Hotel Atlantik, da setzen wir den Vertrag auf. Danke, es freut mich, Herr Sommer, wenn Sie uns in die Marke nehmen. Also, bis morgen. Komm, Nilfa zur Bühne, lass klettern. Na, Fedja, wollen Sie es mit ihm versuchen? Mach ich, mit großer Freude. Vielleicht können Sie ihm auch ein Zimmer besorgen, möglichst in der Nähe. Sofort. Ja. Gut, jetzt zeigen Sie mal, was Sie können, Herr Nordhaus. Fedja, wir haben mit Herrn Sommer abgeschlossen. So, großartig. Was, Herr Sommer ist noch da? Entschuldigen Sie bitte. Also dann, Herr Nordhaus. Hallo. Was hast du mit diesem Nordhaus vor? Er will Artist werden. Hast du ihm ein Angebot gemacht? Ich? Ja. Warum fragst du mich nicht vorher? Das hast du doch sonst immer getan. Bist du dir klar darüber, dass du den Mann aus einer sicheren Position herausholst? Ein Eisenbahner, der für sein Leben ausgesorgt hat. Was braucht der Artist zu werden? Er will es aber. Du glaubst nicht, dass er es schafft? Du hast ihn doch auch auf dem Tonfest gesehen. Sieh mal, Carina, die Elvados, die ich eben übernommen habe, das sind Artisten von Kindheit an. Vielleicht bringen sie es mal zu einer Weltnummer. Aber was du vorhast, Schicksal zu spielen, bloß weil du dich verliebt hast. Das hab ich ja gar nicht. Wirklich nicht? Nein. Na, wir werden ja sehen, was daraus wird. Schwung. Salto. So. Schwung. Salto. So. Wenn du das fertig bringst. Das wäre eine Sache. Danke. Müsste zu machen sein. Aber Fedja, ich muss doch erst mal Geld verdienen. Ich weiß ja überhaupt nicht, wovon die Geräte beschafft werden sollen. Die gebe ich in Auftrag. Dreifaches Luftdreck. Wie kommst du dazu? Frau Carena hat gesagt, es soll alles angeschafft werden. Aber ich kann doch das alles erst zurückzahlen, wenn ich fest engagiert bin. Na, und wie lange dauert das noch? Ungeduld fällt vom Trapez. Jetzt fängst du unten an. Hübsch Parterre, bis jeder Griff sitzt. Wer ist denn das? Neuer Mann. Gut, was? Morgen schicke ich ihn nach oben. Mit der Kopfheißerei? Ein tolles Ding. Für den nicht. Mach's los jetzt, Werner. Nun gehen wir in die Kantine. Was macht die Arbeit, Conny? Ich bin jetzt bei der Luna-Produktion. Die wollen wieder mal einen Sensationsfilm drehen. Namen Conny. Danke, Frau. Was ist denn das für ein Nachtspuk hier? Der Nordhaus möchte am liebsten auf seinem Reck übernachten. Wie ein Huhn auf der Stange. Ich glaube, ich schaff's. Ich weiß.
Wieso können Sie das wissen? Ich habe ihn dazu gesehen, von da oben. Schon öfters. Will doch sehen, ob es Ihnen was wird. Wir haben doch beide was riskiert, nicht wahr? Frau Kreiner, ich danke Ihnen. Ist ja alles nur ein Anfang. Von morgen an arbeite ich oben und ich werde Ihnen beweisen, dass Sie sich mit mir nicht geirrt haben. Ich wäre sehr froh darüber, wirklich. Ich möchte Erfolg mit Ihnen haben. Das ist nun mal mein Ehrgeiz oder mein Privatvergnügen. Und Sie? Sie wollen Ihre Schulden bei mir loswerden, nicht wahr? Hat mir Fedja erzählt. Ist doch eine klare Sache. Eine reine Geschäftsangelegenheit. Mit investieren, amortisieren. Frau Carina. Ist doch gut so. Carina. Wer weiß, was daraus würde, wenn... Gute Nacht und guten Erfolg, damit es sich lohnt für uns beide. Hauptsignal, halt! Mann, wie ist denn das überhaupt dann? Wo haben Sie denn das gelernt? Er ist nicht zurückgekommen. Mit den Filmleuten. Gib's doch endlich auf, Carina. Du machst dich nur unglücklich. Entschuldigen Sie bitte, können Sie mich das kleine Stück nach Neustadt mitnehmen? Ich habe meinen Anschluss verpasst. Verfluchter Mist. Was rast du auch so bei dem Nebel? Der Anhänger ist im Eimer. Taschenlampe her! Los, deine Zange!
4 Post 155 Parno. Strecke blockiert. F376 anhalten. Schon durch. Achtung! Da winkt einer Halt! Höchstens 300 Meter! Was ist denn da los? Strecke blockiert. Lastwagen abgestürzt. Bei Kilometer 273. Werner. Ich habe damals eine schwere Bestrafung verfügt. Aber jetzt, meine Herren, jetzt hat er da alles wieder in Ordnung gebracht. Er hat ein Unglück verhütet, dessen Folgen unabsehbar gewesen wären. Ich weiß. Sie wollte dich nicht hergeben. Du weißt das? Ich war in Hamburg. In Hamburg? Ich habe dich gesucht. Aber da war ich schon unterwegs nach Hause. Hast ja gesagt, kommst immer wieder nach Hause. Herr Nordhaus. Nordhaus, ich freue mich, dass gerade Sie es sind, dem die Eisenbahn sich dankbar zeigen möchte für das, was Sie getan haben. Wir haben an eine Geldprämie gedacht, aber auch daran, Sie wieder einzustellen. Was meinen Sie dazu? Ist natürlich klar, dass Sie wieder unten anfangen müssen, auf dem Rangierteckel mindestens ein halbes Jahr. Na? Mach ich. Hertha, es soll wieder eingestellt werden. Du wirst sehen, ich fahre wieder auf meiner 03. In spätestens einem halben Jahr. Ich schaffe es. Hauptsignal frei! Hauptsignal frei! Die Strecke ist nur ein paar Stunden für uns freigegeben. Wo steckt denn der Nordhaus? Wird gerade geschminkt, hinten im Gepäckwagen. Na, sehen wir uns mal an. In Ordnung, in Ordnung. Na, nur nicht ängstlich mit der Schmiere. Muss hundertprozentig aussehen. Passen Sie auf. Es geht hier in unserem Film um einen Goldtransport. Ein paar Gangster haben sich auf die Lokomotive geschlichen. Sie haben sie entdeckt und runtergeschmissen. Ja, und dann jagen Sie mit Karacho den Zug zur rettenden Station. Wir fangen mit der Fahrt an. Den Gangsterkampf drehen wir morgen. Habe ich gesagt, Sie spielen den Lokomotivführer. Los, beeilen Sie sich. In einer halben Stunde müssen Sie fertig sein. Einen Lokführer soll ich spielen? Hör mal, die Dame fragt nach Herrn Nordhaus. Den habe ich schon seit ein paar Tagen nicht gesehen. Wer kann mir denn sagen, wo er ist? Tja, Frau Rotte wird es wissen. Frau Rotte? Ja. Ja, kann ich Sie sprechen? Herr Nordhaus weiß nicht, dass Sie hier sind. Sie können Schluss machen, Trudchen, ich brauche Sie nicht mehr. Ich muss doch noch aufräumen. Jetzt nicht. Gute Nacht. Sie kommen aus Neustadt? Ja. Ich kenne Sie übrigens schon. Von dem Turnfest her, damals, als Sie Werner, Herr Nordhaus, das erste Mal sahen. Bitte, können Sie mir sagen, wo er ist? Ich weiß es nicht. Sie wissen es nicht? Ja, ist er nicht mehr bei Ihnen, hier am Varieté? Doch. Was? Was wollen Sie denn von ihm? Ist es denn so wichtig? Ja, Frau Rotte. Ich will mich nicht in Ihre Angelegenheiten mischen, aber ich weiß wirklich nicht, wo Herr Nordhaus sich zurzeit aufhält. Sonst würde ich Ihnen sehr gern behilflich sein. Ich weiß nicht, ob ich es Ihnen sagen kann, aber ich mache mir Sorgen um ihn. Ich habe Angst um ihn. Um Herrn Nordhaus?
Aber warum denn bloß? Sie kennen ihn wohl schon sehr lange. Ja. Und Sie lieben ihn sehr, wie mir scheint. Aber er war doch gerade in Neustadt. Haben Sie denn da nicht gesprochen? Er war ganz verändert. Er wusste nicht ein und aus. Er war wie ein ganz fremder Mensch. Ja, aber können Sie denn das nicht verstehen? Er lebt doch jetzt in einer ganz anderen Welt. Er ist ja kein Eisenbahner mehr. Das ist doch ganz klar, dass er von all dem nichts mehr wissen will. Wollen Sie sehen, was aus ihm inzwischen geworden ist? Ich habe hier ein Bild aus der Zeitung von heute. Sensationsdarsteller im Film. Sie hätten sehen sollen, wie die Menschen begeistert waren. Da wundern Sie sich, dass er Ihnen in Neustadt so merkwürdig fremd erschien? Sie können sagen, was Sie wollen. Wollen Sie sehen, was aus ihm inzwischen geworden ist? Ich habe hier ein Bild aus der Zeitung von heute. Sensationsdarsteller im Film. Sie hätten sehen sollen, wie die Menschen begeistert waren. Da wundern Sie sich, dass er Ihnen in Neustadt so merkwürdig fremd erschien? Sie können sagen, was Sie wollen. Das stimmt alles nicht. Das nicht. Ich kenne ihn doch. Bitte sagen Sie mir, warum ist er unglücklich? Wieso unglücklich? Wie kommen Sie denn darauf? Er hat es doch in kurzer Zeit zu was gebracht. Er ist ein erstklassiger Artist geworden. Nächste Woche tritt er sogar bei uns in der Revue auf. Könnte doch sehr zufrieden sein und dankbar. Der Werner könnte doch wirklich glücklich sein. Sie lieben ihn. Und Sie wissen ganz genau, dass er nicht glücklich dabei ist. Pass auf, Bruchnitz. Während der Fahrt immer die Lokomotive im Auge behalten. Darauf kommt's an. Sie wissen Bescheid, Nordhaus. Ach du meine Güte, die Hände. Manikürter Lokführer. Wenn man nicht auf alles achtet. Risa, da muss noch was drauf. Conny, alles klar zur Aufnahme? Ja, wir sind soweit. Tag, Herr Kollege. Ich bin aber echt. Ich soll Ihnen zeigen, wie es gemacht wird. Alles ganz einfach. Also, beim Anfahren macht man so. Herr Lokomotivführer, bringen Sie die Maschine in Gang. Aber aufpassen, dass Sie mit uns auf gleicher Höhe bleiben. Nicht schneller als der Aufnahmewagen. Achtung, Aufnahme! Los! Sind Sie fertig? Na? Dann kommen Sie mal ran. Ach, an die Apparate, Nordhaus! Arbeiten! Tun Sie nur, als ob Sie alles aus der Maschine rausholen! Mann, wo haben Sie denn das gelernt? Nicht lügen, sich in alles fügen, müssen sich mit bürgerlicher Zärtlichkeit begnügen, ohne je zu fühlen, dass der Mann sie heiß verehrt. Wird ein Mann beim Lügen eine Frau erwischen, wird der kleine Zwischenfall die Liebe nur erfrischen und er schenkt ihr nachher alles, was ihr Herz begehrt. Man sagt dem Manne seiner Wahl nicht alles ins Gesicht, denn jedermann verträgt sehr viel, nur absolute Wahrheit, die verträgt erfrischen und er schenkt ihr nachher alles, was ihr Herz begehrt. Man sagt dem Manne seiner Wahl nicht alles ins Gesicht, denn jedermann verträgt sehr viel, nur absolute Wahrheit, die verträgt er nicht. Nein, tausend kleine Lügen machen ihm Vergnügen, weil sie seiner grenzenlosen Eitelkeit genügen. Und in jedem Manne steckt nun mal ein eitler Wicht. Hab ich recht oder nicht? Frau Hobby, ich muss jetzt leider gehen, sonst komme ich nicht mehr zur Bahn zurück. Wann müssen Sie denn da sein? Um sechs. Und das sind ja noch ein paar Stunden. Ich muss ein paar Stunden schlafen. Das ist Vorschrift, ja? Ja. Schön haben Sie es hier. Ich danke Ihnen sehr für den Abend. Das können Sie nicht verstehen. Für Sie ist das alles selbstverständlich.
Aber für mich? Wissen Sie, ich bin Eisenbahner. Bei uns geht's nach dem Fahrplan. Muss auch so sein. Aber statt, wie sich's gehört, jetzt in einer Koje zu liegen, bin ich hier wie am Fest unter lauter fremden Menschen und ich finde es wunderbar hier. Sie können doch selber Artist sein. Ich habe Sie gesehen. Was der Boscari kann, das können Sie auch. Das dürfen Sie nicht sagen. Oh, wenn Sie an sich arbeiten, wenn Sie richtig ausgebildet werden, bestimmt. Würde Sie das interessieren? Das schon, aber ist doch nicht Ihr Ernst. Und es wäre doch auch ein ganz anderes Leben als das ewige Hin und Her auf einer schmutzigen Lokomotive. Überlegen Sie sich's mal. Schon sehr spät, jetzt muss ich aber wirklich... Sie können die paar Stunden hier schlafen. Gleich nebenan ist meine Bibliothek. Und ich fahre Sie morgen früh mit dem Wagen hin. Ist doch viel vernünftiger. Kommen Sie. Gute Nacht. Und überschlafen Sie, was ich Ihnen gesagt habe. So sagt sie schon aus Notwehr, nein, tausend kleine Lügen, tausend kleine Lügen machen doch den Frauen erst die Liebe zum Vergnügen, denn die nackte Wahrheit ist gewöhnlich sehr banal. Es ist ein Vergnügen, indirekt zu lügen oder, wie man besser sagt, die Wahrheit zu verbiegen. Was daraus entstehen kann, ist den Frauen meist egal. Fragt sie ihr Mann zum 10. Mal, wohin gehst du noch so spät? Sagt sie, ich geh zum Maskenball, schon weil ihr ja das Fragen auf die Nerven geht. Und sehen Sie, diese Lügen, diese kleinen Lügen, machen viel mehr Freude, als ihn wirklich zu betrügen. Denn bei dem Betrügen ist auch die Enttäuschung nah. Meistens da, doch Frauen, die... Na? Ja, ich glaube, du hast recht gehabt. Mhm. Ein neuer Mann. Frau Carina hat ihn entdeckt. Ossi, Werner. Hast gesehen? Bist gerade zurechtgekommen. Ist ja allerhand. Kann man nicht runterfallen dabei? Nee. Komm gleich. Ich freue mich sehr, Werner. Wir sehen uns dann noch heute Abend, ja? Na los, gleich rumziehen. Ossi, komm mit. Können Sie den Mann für Ihre Revue gebrauchen? Werden Sie doch recht, Carina. Ein sehr guter Mann, aber so eine Nummer ist nicht geeignet für eine Revue. Ja, ja, sehe ich ein. Man müsste ihn woanders rausbringen. Das kann ich vermitteln. Nein, ich möchte das nicht. Er soll erst im Palladium auftreten, hier, bei uns. Da willst du ihn so lange warten lassen? Jetzt kommt erst die Coleman-Revue, dann kommt... Es wird sich noch eine Gelegenheit finden, vielleicht später im nächsten Programm. Ich will nicht, dass er woanders auftritt. In Neustadt hat sich nicht viel verändert. Ich fahre jetzt mit Brink und, naja, die Enne sehe ich öfters. So, die Enne. Kannst du nicht mal nach Hause kommen, am Sonntag in 4 Wochen? Warum gerade dann? Da verloben wir uns, die Enne und ich. Ossi, ja. Hast du sie rumgekriegt? Ja. War schwer, was? Na, mit deinem Vater war es bedeutend schwerer. Aber du kommst, nicht? Ja, wenn ich hier nicht auftreten muss. Wollen wir jetzt zusammen essen gehen? Das geht leider nicht. Gib ihm. Also, was will ich den Bahnsteig ein? Wir müssen gehen. Noch Zeit, Hertha. Ich möchte dich ja mitnehmen.
Ich möchte dich immer bei mir haben, aber ich weiß doch selbst noch nicht, was wird. Dein Zug, Werner. Lauf schon vor, ich komm nach. Es ist Besuch für Sie da, Herr... Nordhaus. Nordhaus. Ja, gut. Einen Moment, bitte. Goldman wäre am liebsten gleich mitgekommen. Na, Hauptsache, wir haben ihn fürs Palladiumfest. Was hältst du von einer Revue Lockende Sterne? Ein Querschnitt durch die Artistenwelt. Carina, hörst du zu? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das wäre auch für dich das Richtige. Als Chansonsängerin eine großartige Möglichkeit. Wer arbeitet da unten? Die neue Nummer aus Kopenhagen. Fedja hat sich für sie eingesetzt. Wer managt die? Bis jetzt niemand. Gute Leute. Ich muss ins Hotel. Bis heute Abend, Carina. Wiedersehen. Ja, Fedja. Herr Nordhaus möchte bitte raufkommen. Sie wissen ja Bescheid, nicht wahr? Danke. Fedja, war das Herr Nordhaus aus Neustadt? Ich weiß nicht woher. Der war schon mal da bei Frau Carina. Wann? Nach der Premiere. So. Sind Sie der Chef der Truppe? Ja. Kann ich Sie mal sprechen? Ich habe mir überlegt, was Sie mir neulich Abend gesagt haben. Ich will es versuchen. Das freut mich. Aber müssten Sie nicht einen längeren Urlaub haben? Wird denn das möglich sein, so ohne weiteres? Ich habe nichts anderes mehr zu tun. Ich habe Schluss gemacht bei der Bahn. Ach, ja, dann ist es das Beste, wir sprechen mit Fedja, mit meinem Inspizienten. Er war früher mal eine große Luftsensation. Ich bin so glücklich. Na, morgen geht's hier los mit dem Revue-Rummel. Dann ist es ja vorläufig aus mit dem Probenbumm Nordhaus und mit seiner Attraktion. Aber ich glaube, der hat jetzt eine ganz andere Attraktion, was? Halt's Maul! Alles zur Verstellung klar machen! Verloren. Du bist müde, Carina. Du musst nach Hause. Noch eine Runde. Ich bin so glücklich, Werner. Du, der Goldman ist großartig. Es muss was werden mit unserer Revue. Die läuft bestimmt 3 Monate. Du sagst ja nichts, Werner. Glaubst du nicht, dass ich Erfolg habe? Sicherlich. Was hast du denn, Werner? Nichts. Nur, was geht mich schon der ganze Rummel an mit eurer Revue? Ich stehe ja nur herum. 3 Monate, vielleicht. Wer weiß. Ich habe nichts zu tun dabei. Du hast doch mit mir zu tun, hm? Ja. Guten Abend, Fedja. Da bist du ja, der Werner Nordhaus. Was war denn nur? Ach so, ich hab was für dich. Da Post. Trage ich schon den ganzen Tag rum.
Ist ja direkt ein Wunder, dass du dich mal sehen lässt. Naja, bist ja nicht im Dienst. Dienst ja nur der Schönheit. Prost. Mach Schluss jetzt, Fedja. Mach du lieber Schluss, mein Junge. Hier wirst du doch nichts. Hier lassen sie dich warten, mein Junge. Und dazwischen, da lacht das Leben. Und wer bezahlt das lachende Leben? Kasse, Kasse. Woher kriegst du das Geld zu bleiben? Und wofür? Fedja, jetzt will ich wissen, was dahinter steckt. Jetzt raus damit! Ich habe gehört, wie Sie über dich geredet haben, Frau Corinna und der Sommer. Was haben Sie geredet? Dass du Karriere machen könntest. Wiedersehen, Herr Lauters. Wiedersehen. Gute Fahrt, morgen. Gute Fahrt. Bei Helle, bei Steiniger. Fragen Sie Ihren Bruder. Ich kenne nur die Strecke und Eisenbahnerübernachtung. Egal weg, Eisenbahnerübernachtung. Nur Männer weit und breit. Das Eis schmilzt. Schauen Sie, als Lokführeranwärter, da muss man doch immer weit voraussehen können. Verstehen Sie? Immer weit voraussehen. Und wenn Nebel ist? Ach, nicht doch voll ein Ende. Ich meine doch symbolisch natürlich. Und da sehe ich ein kleines Häuschen, weiß gestrichen und davor eine kleine, wunderschöne Frau. Wie sieht die denn aus? Haben Sie einen Spiegel da? Nee, in der Handtasche und die ist im Saal. Wollen wir nicht weiter tanzen? Bis ans Ende der Welt. Oh, da sehen Sie aber zu weit voraus. Ihre Vorführung war wunderbar. Das Herumturnen auf den Lokomotiven, das stehnte man. Ja, wollen wir nicht nach Hause gehen? Wir haben ja schließlich alle Genüsse gehabt. Ja, ja, morgen früh ist die Nacht noch. Das junge Volk kann ja noch bleiben. Entschuldigung. Schichtwechsel. Ja. Böse? Sehr. Mach dich wieder gut. Wie denn? Das wird mir schon einfallen. Sie gehen schon. Wir wollen auch gleich gehen. Mitgehen? Ein kleines Stückchen hinterher. Immer bist du unterwegs. Aber immer wieder komme ich nach Hause. Und zu Hause bist du. Schön, dass es dich gibt. Morgen bin ich wieder in Hamburg und abends gehe ich ins Varieté. Ganz groß, eingeladen. Von der Dame da? Ich habe eine Freikarte. Wo habe ich sie denn? Müsste ich mir ansehen, ich sei ein halber Artist, sagt sie. Muss da eine große Position haben, die Frau. Sieht gut aus, die Frau. Vielleicht gehe ich auch nicht. Aber Werner, du kannst doch die Freikarte nicht aufgeben und die gut aussehende Dame nicht warten lassen. Der ist viel zu schnell, der Rangierdeckel. Du sollst jetzt lieber nach Hause gehen, Werner. Damit du morgen was vom Hamburger Nachtleben hast. Du sollst dir um mich keine Gedanken machen. Mach ich doch nicht. Du hast ja gesagt, du kommst immer wieder nach Hause. Hast einen mächtigen Brand, was? Na, ich auch. Wie kann man sich bloß die halbe Nacht rumtreiben, Wolle? Fall nur nicht immer auf die Männer rein. Hex! Keine Angst. Fedja! Es ist eine Schande, wie ihr mit meiner einzigartigen Kraftnummer umgeht. Warum bitte? Nummer 7, vor der Pause, ich, eine Galanummer. Ich bin bevor König Faruk aufgetreten. Moment schon. Der Ursulino tut keinem was. Er hat Körper wie Elefant, aber Kopf wie kleines Küken. Thank you.
schön, dass Sie gekommen sind. Hat es Ihnen gefallen bisher? Großartig. Aber? Aber? Schade, dass ich das Programm nicht weitersehen kann. Wollen Sie es denn sehen? Das habe ich mir so ausgedacht. Hier kann ich sitzen und arbeiten und zusehen, ob da unten alles klappt. Nehmen Sie doch Platz, Herr Nordhaus. Für mich ist das alles sehr merkwürdig. Mhm. Ich meine die Künstler, die man sonst nie sieht, höchstens mal von Weitem. Plötzlich stehen sie neben einem, der unten... Und sind Menschen wie Sie selber, Herr Nordhaus. Glauben Sie mir. Das ist Boscari. Das wird Sie interessieren. Wollen Sie ihn gerne kennenlernen? Und die anderen Artisten auch? Bei mir zu Hause ist eine kleine Feier nach der Vorstellung. Bitte. Die Frau besteht aus lauter Gegensätzen und Gegensätze ziehen sich meistens an. Drum kauft sie sich ja auch die vielen Fetzen, damit sie sich und Männer anziehen kann. Will sie ein netter Mann einmal begleiten, sagt sie oft ja, um nicht allein zu sein. Doch wittert ihr Instinkt. Denn Ablösung vor! Werner. Ist ja wohl ein dolles Ding. Was hast du bloß angestellt? Zu viel Wupp dich gehabt, was? Ja, ihr Jungen. Aber ist mal alles halb so schlimm. Auf dem Rangierbahnhof rumkutschieren hat auch was für sich. Spaß den Nerven. Deine Sachen. Konnten nicht anders entscheiden, das werden Sie verstehen, Nordhaus. Och, das muss doch ein Irrtum sein. Nun kippen Sie nicht aus den Pantinen. Sie müssen dem Werner gut zureden, dass er die Sache mit Fassung trägt. Wenn der Junge wirklich eine Maläsche gehabt hat, dann steht er auch gerade dafür. Nun gehen Sie mal nach Hause, kümmern Sie ein bisschen um ihn. So bis auf gleich Mittag. Ja, in 10 Minuten. Ihr seid allesamt Dickköppe. Ihr Nordhäuser. Du weißt also schon Bescheid. Ja. Der Oberamtmann war da. So herrlich hat es. Damit nur jeder merkt, wie streng und gerecht er ist. Damit bloß keiner sagen kann, er hätte vielleicht ein Auge zugedrückt. Enne, die Hase ist da. Ja, wollt ihr nicht die Hand geben? Hertha!
gratuliere dir. Ich danke dir schön. So, nun geht ein bisschen in den Garten. Ich muss abräumen. Kleine Braut. Und dabei soll er nachräumen. Hättest ruhig mehr schreiben können. Ich habe doch geschrieben. Ja, dreimal in 4 Monaten. Du weißt ja nicht, was inzwischen alles geschehen ist. Doch, ich weiß. Ossi hat davon erzählt. Du hast es also geschafft. Das war mal dein Zug. Komm. Hertha. Ich habe es nicht geschafft. Ich fahre morgen wieder nach Hamburg, aber wie es mit mir weitergeht, weiß ich noch nicht. Ich habe es falsch gemacht. Ich habe mich verrannt. Wieso? Es soll doch großartig sein, was du da machst, oder hast du keinen Erfolg? Doch. Was ist es dann? Ich weiß nicht. Es sind wohl die Menschen, mit denen man zu tun hat, von denen man abhängt. Willst du mir nicht sagen, was wirklich ist? Hertha. Du kannst es mir doch sagen. Das weißt du doch. Oder ist es nun schon so zwischen uns, dass du nicht mehr den Mut hast, die Wahrheit zu sagen? Soll ich dir sagen, dass ich dich vergessen habe all diese Monate? Dass ich mich selber vergessen habe und fertig bin mit mir selber? Willst du wirklich alles wissen, ganz genau, ja? Damit du endlich begreifst, es lohnt sich nicht mehr um mich? Nein. Jetzt will ich es nicht mehr. Ich dachte nur, ich könnte dir helfen. Das kannst du nicht. Vielleicht doch. Wenn ich fortgehe. Wenn ich dich in Ruhe lasse mit meinen Fragen. Vielleicht hilft es dir, wenn du mich los bist und du bist ein schlechtes Gewissen los. Hertha. Lass mich. Kümmere dich nicht darum, es ist ja schon vorbei. Fräulein Hertha. Wo ist denn Werner geblieben? Ich bitte Sie, sagen Sie N und den anderen, ich musste gehen, ja? Aber Sie wissen doch, wie er manchmal sein kann. So übereilt und unvernünftig. Aber er ist ein anständiger Kerl. Wirklich. Auch wenn ich dich bitte. Auch dann. Dann geh. Geh. Mach, dass du wegkommst. Lieber heute als morgen. In unserer Verwaltung redet man schon drüber. Inspektor Kleinschmidt erzählt es überall rum. Der Werner kann einem leid tun. Kommt Werner denn nicht? Komm wenigstens zum Essen, Werner. Muss Koffer packen. Fahr mit dem Abendzug nach Hamburg. Das geht nicht. Warum? Ich hab doch deine Hemden noch nicht gebügelt. Grüß den Ossi von mir. Was wird der bloß dazu sagen? Der hängt doch so an dir. An mir? Ich denke an dir. Mich liebt er. Und du? Ich hab was für ihn übrig. Aber wer passt denn jetzt auf ihn auf unterwegs, wenn du nicht mehr sein Lockerer bist? Enne, tu mir einen Gefallen. Ich muss Hertha sprechen. Ich warte auf Sie am Bahnhof, im Wartesaal. Bezahl schon. Reiner Zufall, dass sich das gerade ergab. Ich wäre verrückt, wenn ich das nicht versuchen würde. Es muss mir gelingen. Dann hole ich dich gleich hier weg. Ich tue es ja nur für uns beide. Bitte, der Herr. Zahlen. Kännchen Kaffee und Bier, 1,65. Bitte 10 Pfennig für die Bahnsteigkarte. Bitte sehr. Glaubst du mir, Hertha? Das glaube ich, dass du nicht anders kannst. Dass es dich eher zerreißt, als dass du nachgibst.
Und das glaube ich auch, dass du an mich denkst und mich nicht vergisst und mich vielleicht sogar holen willst, aber... Aber? Es wird ganz anders sein. Und ich lass dich gehen. Hertha, was soll denn anders sein? Komm, ich schenke dir was. Mein dummes Gesicht. Willst du es haben? Solange ich dich nicht habe. Mein einziges Foto. Mein Eisenbahnausweis. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Gib ihn mir. Also, was will ich den Bahnsteig ein? Wir müssen gehen. Noch Zeit, Hertha. Ich möchte dich ja mitnehmen. Ich möchte dich immer bei mir haben, aber ich weiß doch selbst noch nicht, was wird. Dein Zug, Werner. Ich freue mich auf Hamburg und auf die Arbeit. Gestern in Lugano, morgen Premiere in Hamburg. Nennst du das vernünftige Arbeit? Das Programm läuft doch von allein. Sind doch alles erstklassige Artisten von der Agentur Sommer München. Was von dir kommt, ist doch in Ordnung. Dein Vater hat mir das nie allein überlassen. Bei aller Freundschaft nicht. Machst du dir Sorgen um mich? Nein, aber du bist... Naja, du hast das große Varieté am Hals. Ich freue mich, dass du mitkommst. Du wirst sehen, es ist ein einzigartiges Programm. Du bist einzigartig, Carina. Nächste Station, Neustadt. Kennst du Neustadt? Nein, warum fragst du? Weil ich zufällig hier geboren bin. Was, in Neustadt? Tja, ist aber ein trauriges Nest. Kennt man nur aus dem Fahrplan, Eisenbahnknotenpunkt. In Neustadt soll man nicht aussteigen, ist besser, man fährt dran vorbei. In unserer Verwaltung redet man schon drüber. Inspektor Kleinschmidt erzählt es überall rum. Der Werner kann einem leid tun. Kommt Werner denn nicht? Komm wenigstens zum Essen, Werner. Muss Koffer packen. Fahr mit dem Abendzug nach Hamburg. Das geht nicht. Warum? Ich hab doch deine Hemden noch nicht gebügelt. Grüß den Ossi von mir. Was wird der bloß dazu sagen? Der hängt doch so an dir. An mir? Ich denke an dir. Mich liebt er. Und du? Ich hab was für ihn übrig. Aber wer passt denn jetzt auf ihn auf unterwegs, wenn du nicht mehr sein Lokführer bist? Enne, tu mir einen Gefallen.
Ich muss Hertha sprechen. Ich warte auf Sie am Bahnhof, im Wartesaal. Bezahlt schon. Reiner Zufall, dass sich das gerade ergab. Ich wäre verrückt, wenn ich das nicht versuchen würde. Es muss mir gelingen. Dann hole ich dich gleich hier weg. Ich tue es ja nur für uns beide. Bitte, der Herr. Zahlen. Kännchen Kaffee und Bier, 1,65. Bitte 10 Pfennig für die Bahnsteigkarte. Bitte sehr. Glaubst du mir, Hertha? Das glaube ich, dass du nicht anders kannst. Dass es dich eher zerreißt, als dass du nachgibst. Und das glaube ich auch, dass du an mich denkst und mich nicht vergisst und mich vielleicht sogar holen willst, aber... Aber? Es wird ganz anders sein. Und ich lass dich gehen. Hertha, was soll denn anders sein? Komm, ich schenke dir was. Mein dummes Gesicht. Willst du es haben? Solange ich dich nicht habe. Mein einziges Foto. Mein Eisenbahnausweis. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Gib ihn mir. Eilt du was, will ich den Bahnsteig ein. Wir müssen gehen. Noch Zeit, Hertha. Ich möchte dich ja mitnehmen. Ich möchte dich immer bei mir haben, aber ich weiß doch selbst noch nicht, was wird. Dein Zug, Werner. Lauf schon vor, ich komme nach. Aufräumen. Jetzt nicht. Gute Nacht. Sie kommen aus Neustadt? Ja. Ich kenne Sie übrigens schon. Von dem Turnfest her, damals, als Sie Werner, Herr Nordhaus, das erste Mal sahen. Bitte, können Sie mir sagen, wo er ist? Ich weiß es nicht. Sie wissen es nicht? Ja. Ist er nicht mehr bei Ihnen, hier am Varieté? Doch. Was? Was wollen Sie denn von ihm? Ist es denn so wichtig? Ja, Frau Rolle. Ich will mich nicht in Ihre Angelegenheiten mischen, aber ich weiß wirklich nicht, wo Herr Nordhaus sich zurzeit aufhält. Sonst würde ich Ihnen sehr gern behilflich sein. Ich weiß nicht, ob ich es Ihnen sagen kann, aber ich mache mir Sorgen um ihn. Ich habe Angst um ihn. Um Herrn Nordhaus? Aber warum denn bloß? Sie kennen ihn wohl schon sehr lange. Ja. Und Sie lieben ihn sehr, wie mir scheint. Aber er war doch gerade in Neustadt. Haben Sie denn da nicht gesprochen? Er war ganz verändert. Er wusste nicht ein und aus. Er war wie ein ganz fremder Mensch. Ja, aber können Sie denn das nicht verstehen? Er lebt doch jetzt in einer ganz anderen Welt. Er ist ja kein Eisenbahner mehr. Das ist doch ganz klar, dass er von all dem nichts mehr wissen will. Wollen Sie sehen, was aus ihm inzwischen geworden ist? Ich habe hier ein Bild aus der Zeitung von heute. Sensationsdarsteller im Film. Sie hätten sehen sollen, wie die Menschen begeistert waren. Da wundern Sie sich, dass er Ihnen in Neustadt so merkwürdig fremd erschien? Sie können sagen, was Sie wollen. Das stimmt alles nicht. Das nicht. Ich kenne ihn doch. Bitte sagen Sie mir, warum ist er unglücklich? Wieso unglücklich? Wie kommen Sie denn darauf? Er hat es doch in kurzer Zeit zu was gebracht. Er ist ein erstklassiger Artist geworden. Nächste Woche tritt er sogar bei uns in der Revue auf. Könnte doch sehr zufrieden sein und dankbar. Der Werner könnte doch wirklich glücklich sein. Sie lieben ihn. Und Sie wissen ganz genau, dass er nicht glücklich dabei ist. Pass auf, Bruckner. Während der Fahrt immer die Lokomotive im Auge behalten. Darauf kommt's an. Sie wissen Bescheid, Nordhaus. Ach du meine Güte, die Hände. Manikürter Lokführer. Wenn man nicht auf alles achtet. Risa, da muss noch was drauf. Conny, alles klar zur Aufnahme? Ja, wir sind soweit. Achtung! Gratuliere dir. Ich danke dir schön. So,
Und geht ein bisschen in den Garten, ich muss abräumen. Kleine Braut. Und dabei soll er abräumen. Hättest ruhig mehr schreiben können. Ich habe doch geschrieben. Ja, dreimal in 4 Monaten. Du weißt ja nicht, was inzwischen alles geschehen ist. Doch, ich weiß. Ossi hat davon erzählt. Du hast es also geschafft. Das war mal dein Zug. Komm. Hertha. Ich habe es nicht geschafft. Ich fahre morgen wieder nach Hamburg, aber wie es mit mir weitergeht, weiß ich noch nicht. Ich habe es falsch gemacht. Ich habe mich verrannt. Wieso? Es soll doch großartig sein, was du da machst, oder hast du keinen Erfolg? Doch. Was ist es dann? Ich weiß nicht. Es sind wohl die Menschen, mit denen man zu tun hat, von denen man abhängt. Willst du mir nicht sagen, was wirklich ist? Hertha. Du kannst es mir doch sagen. Das weißt du doch. Oder ist es nun schon so zwischen uns, dass du nicht mehr den Mut hast, die Wahrheit zu sagen? Soll ich dir sagen, dass ich dich vergessen habe all diese Monate? Dass ich mich selber vergessen habe und fertig bin mit mir selber? Willst du wirklich alles wissen, ganz genau, ja? Damit du endlich begreifst, es lohnt sich nicht mehr um mich? Nein. Jetzt will ich es nicht mehr. Ich dachte nur, ich könnte dir helfen. Das kannst du nicht. Vielleicht doch. Wenn ich fortgehe. Wenn ich dich in Ruhe lasse mit meinen Fragen. Vielleicht hilft es dir, wenn du mich los bist und du bist ein schlechtes Gewissen los. Hertha. Lass mich. Kümmere dich nicht darum, es ist ja schon vorbei. Fräulein Hertha. Wo ist denn Werner geblieben? Ich bitte Sie, sagen Sie Enno und den anderen, ich musste gehen, ja? Aber Sie wissen doch, wie er manchmal sein kann. So übereilt und unvernünftig. Aber er ist ein anständiger Kerl. Wirklich. Weißt du nicht, was inzwischen alles geschehen ist? Doch, ich weiß. Ossi hat davon erzählt. Du hast es also geschafft. Das war mal dein Zug. Komm. Hertha. Ich habe es nicht geschafft. Ich fahre morgen wieder nach Hamburg, aber wie es mit mir weitergeht, weiß ich noch nicht. Ich habe es falsch gemacht. Ich habe mich verrannt. Wieso? Es soll doch großartig sein, was du da machst, oder hast du keinen Erfolg? Doch. Was ist es dann? Ich weiß nicht. Es sind wohl die Menschen, mit denen man zu tun hat, von denen man abhängt. Willst du mir nicht sagen, was wirklich ist? Hertha. Du kannst es mir doch sagen. Das weißt du doch. Oder ist es nun schon so zwischen uns, dass du nicht mehr den Mut hast, die Wahrheit zu sagen? Soll ich dir sagen, dass ich dich vergessen habe all diese Monate? Dass ich mich selber vergessen habe und fertig bin mit mir selber. Willst du wirklich alles wissen, ganz genau, ja? Damit du endlich begreifst, es lohnt sich nicht mehr um mich? Nein. Jetzt will ich es nicht mehr. Ich dachte nur, ich könnte dir helfen. Das kannst du nicht. Vielleicht doch. Wenn ich fortgehe. Wenn ich dich in Ruhe lasse mit meinen Fragen. Vielleicht hilft es dir, wenn du mich los bist und du bist ein schlechtes Gewissen los. Hertha. Lass mich. Kümmere dich nicht darum, es ist ja schon vorbei. Fräulein Hertha. Wo ist denn Werner geblieben? Ich bitte Sie, sagen Sie Enno und den anderen, ich musste gehen, ja? Aber Sie wissen doch, wie er manchmal sein kann. So übereilt und unvernünftig. Aber er ist ein anständiger Kerl. Wirklich. Thank you.
Haben Sie Herrn Nordhaus gesehen? Er ist nicht in Hamburg. Er ist nach Hause gefahren. Was? Er ist nicht bei unserer Premiere? Ich bin schuld. Ich habe ihm vorgeworfen, dass er nicht arbeitet. Und da ist er wild geworden und weg. Ist vielleicht am besten so. Was soll er auch hier? Ein Auftritt. Schnell, schnell. Das Leute kennen. Gib das Öl her. Na, wie viel Verspätung? 9 Minuten. Die hole ich wieder ein. Steh schon. Verdammte Sauerei. Durch Signal gerutscht. Mit mindestens 2 Wagenlängen. Der Personenzug ist ja noch auf der Strecke. Heute ist aber auch alles drin. Mann, oh Mann. Was ist denn mit Ihnen los, Nordhaus? Gibt das eine Meldung? Das könnt ihr euch doch wohl denken. Der Personenzug ist jetzt durch. Dann können die wilden Heinis weiter. Ich ziehe jetzt, dann könnt ihr abhauen. Entschuldige, Carina, ich muss nach München zurück. Freddy Coleman ist eingetroffen. Coleman? Ja, ich muss ihn unbedingt sprechen. Ich habe einen Jahresabschluss mit ihm vor. Er soll Revuen inszenieren. Ich werde den Frühzug nehmen und hier übernachten. Dann bleibe ich auch hier. Aber es genügt doch, wenn ich morgen Mittag in Hamburg bin. Die Sache mit Coleman interessiert mich. Wir wollen darüber reden. Na schön, ja? Ich hole unsere Sachen. Guten Abend, Herr Becker. Wo ist denn Werner? Werner? Der ist unterwegs in die Feuerbuchsee fallen. Ach, nun machen Sie doch keinen Quatsch. Ich hab's doch eilig. Ich wollte nur fix seine Sachen bringen. Mann, bei uns ist vielleicht ein Wirbel zu Hause, alles durch den Wind wegen heute Abend. Aber wo steckt er denn nun wirklich? Guten Abend, Wölfchen. Guten Abend, Werner. Du bringst mir meine Turnsachen? Ja, Emma hat dir Bügelfalten in die Hosen gemacht. Ganz scharfe Sache und du sollst sie ja nicht verknautschen. Nein. Guck dir mal deine Hand an. Och, ganz sauberer Dreck. Na, ich muss jetzt weg. Mach's gut nachher. Wölfchen! Sag deiner Schwester, ich komme auch. Damit sie rechtzeitig gewarnt ist. Los! Ich mach mir doch Gedanken wegen deiner Premiere morgen. Jetzt gehen wir 2 ganz groß aus. In Neustadt. So,
Was? Der Werner kommt auch gleich. Ja. Und der Ossi, der hat sich ganz genau nach dir erkundigt. Wir sind viel Betrieb heute. Das ist doch wunderbar. Komm, trink mir ein. Ossi, bitte. Zwei Helle, zwei Würstchen, zwei Steiniger. Guten Abend, meine Herrschaft. Ja. Was ist denn heute hier los? Stiftungsfest des Neustädter Turnvereins, meine Herren. Darf ich bitte? Ach, der NTV. Zwei Helle, zwei Würstchen, zwei Steiniger. Zwei Helle, zwei Würstchen, zwei Steiniger. Doppelte. Wernickes, komm. Guten Abend, Hertha. Komm, guten bei Abend. Uns ist noch Platz. Guten Abend, Herr Hertha. Guten Tag. Diese Unmenge von Veranstaltungen heutzutage. Aber für Körperkultur habe ich eine Schwäche. Coleman würde auch für dich als Sängerin den richtigen Rahmen schaffen. Es wäre für dich sehr gut, wenn du mal in einer Revue groß herauskämst. Na sowas. Ist das oder ist das nicht? Gerd Sommer? Richard? Was für eine Überraschung, dass du dich mal bei uns sehen lässt. Ja. Willst du vielleicht in Neustadt Varieté aufmachen? Bist doch ein großer Manager, wie? Menschenhändler. Das ist Herr Lavrenz, ein alter Bekannter von mir. Turmbruder. Frau Carina Rodde. Sehr angenehm. Angenehm. Also, Ossi, wenn ich kann, komme ich, ja? Grüß alle. Die Enne und die anderen. Die Hertha. Ja, die Hertha. Gratuliere, Herr Notas. War prima. Danke. Mach's gut, Ossi. Wiedersehen. Wiedersehen. Wenn du es genau hören willst, ja, ich liebe ihn. Kannst du nicht ändern. Und er weiß es gar nicht. Das ist auch das einzig Gute. Hör mal, Carina, ich habe mich nie um deine Herzensangelegenheiten gekümmert. Ich hatte auch nie Grund dazu. Aber diesmal, entweder du willst, dass der Junge Karriere macht, oder du hättest dich nie drauf einlassen dürfen. Ich will nicht, dass du ihn betrügst und dich selbst. Überleg es dir. Wiedersehen. Ich habe Enrico Cameron gut gekannt. Er trat bei meinem Vater auf, hier, bei uns im Palladium. Ich war noch sehr jung und sehr verliebt. Als mein Vater dahinter kam, hat er ihn nicht prolongiert. Das war gut so. Er wurde berühmt und ich wurde wieder vernünftig. Warum trinken Sie denn nicht mit? Sie haben allen Grund. Sie werden auch berühmt. Wenn Sie erst einmal eine internationale Attraktion sind, dann kommen Sie auch unter Glas und Rahmen mit eigenhändiger Widmung. Damit ich was von Ihnen habe, wenn Sie überall sind und nirgends. Carina. Weißt du noch, damals auf dem Bahnhof, als ich dich sah, und du warst so gleichgültig. Von dem Augenblick an habe ich dich schon geliebt. Werner, ich bin so glücklich. Na, morgen geht's hier los mit dem Revue-Rummel. Dann ist es ja vorläufig aus mit dem Probenbumm Nordhaus und mit seiner Attraktion. Aber ich glaube, der hat jetzt eine ganz andere Attraktion, was? Halt's Maul! Entschuldigung. Alles zur Vorstellung klar machen! Verloren. Du bist müde, Carina. Du musst nach Hause. Noch eine Runde. Ich bin so glücklich, Werner. Du, der Goldmann ist großartig. Es muss was werden mit unserer Revue. Die läuft bestimmt 3 Monate. Du sagst ja nichts, Werner. Glaubst du nicht, dass ich Erfolg habe?